die Maschine in Aktion. Da sehen wir eben, wie wir uns die Baustelle der Zukunft vorstellen. Wir tragen hier jetzt eben mit einem solchen 3D-Drucker Schicht für Schicht Beton auf, die immer aufeinander gestapelt werden, bis dann eben am Ende ein fertiges Gebäude entsteht. Hier ist jetzt das Ergebnis rein von heute. Wir hatten mal eine kurze Regenpause, als es sehr heftig geregnet hat. Dann passiert beim Rohbau allgemeines viel und so ist es beim 3D-Druck auch. Warum machen wir das Ganze? Ich denke, es ist allen klar, wir haben eben einfach da Herausforderungen in der Bauindustrie vom Fachkräftemangel über Ressourcenmangel, über Wohnungsnot. Und da sind genau diese Dinge, warum wir mit dieser Technologie angehen. Und es sollte im Werk hier fertig gebaut werden und dann ausgeliefert oder auf der Baustelle? Auf der Baustelle. Genau. Sie bauen hier Ihre Gerätschaft auf und der betoniert auf der Baustelle. Ganz genau. Krise, ja gut, mag Die Maschine ist, genau, die Maschine ist modular aufgebaut. Das, was Sie hier sehen, ist für uns eine relativ kleine Maschine. Also bis zu 3 Stockwerke, 12 Meter in der Breite und in der Länge. Jetzt durch die Kombination mit dem Perivario-Kit können wir auf Schienen eigentlich richtig lang bauen. Ja. Da sind wir also von der Skala schon sehr weit fortgeschritten. Uns ist es immer wichtig, eben nochmal Thema Fachkräftemangel. Die Maschine wird von 2 Leuten bedient. Einmal die Kollegin Lela ist eine Studentin bei uns im Team. Die 12 Meter werden von hier bis dort. Genau, von hier bis dort. Im schlimmsten Fall könnte man irgendwo überlegen, dass man das Bauwerk in Segmente teilt. Exakt. Dass man dann einmal Bad, Wohnzimmer und irgendwie und dann nochmal daneben. Absolut. Passiert hier.